Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Heute geht es ein bisschen darum, dass ich ein paar Sachen vorbereite, ein bisschen Kleinigkeiten fixe, auf gut Deutsch. Und zwar werden wir am Wochenende, das ist für euch dann, ich weiß jetzt nicht, wann das Video jetzt hier kommt, aber ich denke mal, währenddessen, so Freitag, Samstag oder sowas, sind wir dabei, den Kopf zu machen bei mir. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich glaube, ich habe mal einen Teil gezeigt, wo ich so ein Kabel gezeigt habe bei mir im Motorraum, was einfach mit so Panzerband bzw. so Isolierband. Ich blende das mal hier ein. Einzige, was ich gefunden habe, war das hier. Das ist halt schon ein bisschen kurios. Aber wenn ihr euch das angeguckt habt, dann seht ihr, dass das total hirnrissig gewesen ist. Und ich habe mich gefragt, wohin da geht das Kabel? Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann habe ich heute gelesen, dass man das Thermostat von dem V8, also das 45er Thermostat, auf Masse legen kann. Also es ist Masse geschaltet und das ist ganz kurios. Also ich kann euch das erklären, pass auf. Es sind zwei Kabel zum Thermostat, das ist ein elektrisches Thermostat und ein mechanisches Thermostat natürlich. Das mechanische Thermostat öffnet dann bei 105 Grad und das elektronische Thermostat öffnet bei, in der Theorie auch dann, nur es läuft über das Steuergerät. Das ist halt so eine Art Sicherheit, dass dann das doch noch öffnet oder sowas. Ganz genau weiß ich auch nicht ganz genau, aber auf alle Fälle geht es darum, es liegt immer 12 Volt an und sobald die Temperatur erreicht wird, schaltet das Masse und das Thermostat öffnet separat nochmal. Jetzt kommt der Trick daran. Man kann das von alleine auf Masse legen oder mit einem Schalter in den Innenraum. Natürlich auch noch mit, man kann das natürlich noch ganz weit rausziehen, zum Beispiel mit einem extra Thermostatschalter, der sagt, hey, von wegen, wir haben jetzt 80 Grad, schalt um, bam. Würde natürlich auch noch funktionieren, das wäre aber schon ein bisschen weit in die Thematik rein. Wir machen jetzt einfach erstmal, um euch das zu zeigen. Ich werde das für später vorbereiten, deswegen, ich werde das noch nicht fertig bauen, aber ich habe auch festgestellt, welche Kabel das waren, deswegen sage ich das, und die sind zum Thermostat gegangen. Die haben den Stecker verlängert, weil der Stecker sehr wahrscheinlich abgefackelt ist. Das ist nicht, ich sag jetzt mal, so weit hergeholt. Hin und wieder brennen die ab, weil das Wasser von dem Thermostat durch den Stecker hochgeht. Und dann gibt es natürlich einen Kurzschluss und dann ist das halt nicht so schön, ne? Habe ich auch schon ein paar Bilder gesehen, ich kann nochmal jetzt hier welche einblenden, wenn ich welche finde. Dann brennen die ab, das Wasser läuft durch die Stecker nach oben. Bis zu dem Motor, ja, diese Zündkabelverteiler oben auf jeder Bank. Jetzt wisst ihr, was ich meine, hoffe ich zumindest. Ja, und läuft das Wasser bis nach da oben hoch. Und das ist halt ziemlich uncool. Ich denke mal, dass sie den irgendwo in der Mitte abgeschnitten haben. Und, was natürlich auch Sinn macht, und dann die Kabel erneuert haben. Was ich jetzt gemacht habe, zeige ich euch. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich zeige es euch. Passt auf. Ich habe mir diesen Stecker hier genommen. Das ist der kaputt war. Ne? Das ist der mit den ganzen Scheißkabeln zerstört war. So, ich habe die Kabel komplett rausgemacht, habe mir in diesen Stecker, weil ich diesen Stecker nicht nochmal habe, ein neues Kabel eingepinnt, wirklich, die sind neu eingepinnt hier, komplett, so. Die Kabel neu hier hochgezogen in diese Box, die ich meine, dann Plus auf Plus gelegt, ne? Das ist natürlich klar, und dann für Masse habe ich hier auch verbunden, weil die müssen noch über Steuergerät schaltbar sein. Also es ist nicht so, dass man das einzeln so umbauen kann, dass das Steuergerät nichts mehr macht. Ich habe jetzt die beiden hier in den Kammverbinder gelötet. Wie ihr seht, das sind Kammverbinder. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier noch was ranzustecken. Und das wird dann auch der nächste Punkt sein. Ich werde das jetzt gleich mal provisorisch für euch hier testen, dass ich das so zusammenbaue, dass man das schalten kann. Der Punkt ist jetzt, das ist nur für mich jetzt so fertig gebaut. So, das kommt jetzt hier wieder hier rein, alles ist gut. Der Trick daran ist, dass man sich dadurch ja, wie gesagt, einen Schalter zum Beispiel in den Innenraum legen kann. Oder mit dem Thermostat nach oben. Mit einem zusätzlichen Thermostat zum Beispiel dann eine richtige Schaltung reinbauen kann. Aber für mich ist nur wichtig, dass diese, wenn man das macht, wenn man das auf Masse legt und das die ganze Zeit, vor allen Dingen im Sommer, ist das ultra gut. Also merkt euch das, im Sommer könnt ihr das quasi dauerhaft benutzen. Aber warum das Ganze erst bei 105 Grad schaltet, weiß ich auch nicht ganz. Dazu kommt noch das vermehrte Problem, das mit der Gasanlage bei mir. Und jetzt kommt nicht bitte mit den Kommentaren von wegen, baut die Gasanlage aus. Nein, ich habe mir das Auto gekauft wegen der Gasanlage. So,
Und zwar kann man sich jetzt den ja dann tatsächlich auf Masse legen und dann schaltet das schon bei 88 Grad. Beziehungsweise 85 Grad. Das ist halt so ein, man weiß nicht genau, weil es halt öffnet einfach. Also im Stand habt ihr dann so circa 95. Also das ist dann Maximumwert. Im Stand, also während der Fahrt auf der Autobahn so 85, 90 so in dem Dreh, da pendelt sich das ein. Vollkommen in Ordnung. Absolut perfekte Betriebstemperatur. Und deswegen baue ich mir das jetzt hier. Jetzt wird natürlich der eine sagen, Bastlerei, bist du behindert? Mag sein. Für mich macht das aber Sinn. Es macht Sinn, auch in diesen Motoren zum Beispiel dickeres Öl zu fahren. Das kommt auch dazu. Zum Beispiel 10W60, das wird auch nach dem Kauf passieren. 10W60 ist viel dicker, also die Viskosität ist bei höheren Temperaturen mehr gegeben. Somit ist auch eine leichte Kühlleistung, aber das könnt ihr euch auch nachlesen. Das brauche ich jetzt nicht noch durchthematisieren, weil da wird wieder irgendeiner schreien, von wegen, das ist nicht so. Jetzt lassen wir es mal außen vor. Und dadurch, dass die Gasanlage drin ist, verbrennt das ja ein bisschen, ja, wenn ich sage heißer, dann sagt da auch wieder einer, das stimmt nicht. Das ist halt ein trockenes Verbrennen auf gut Deutsch und ja, das erhöht die Temperatur. Ganz einfach, also es verbrennt heißer. Ne? Für die Laien, es verbrennt heißer, ganz einfach. Ja, und deswegen baue ich das Ganze jetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, ne, wie gesagt, das Kabel komplett erneuert. Ne? Also das ist komplett neu schon. Bis hier oben hin, wo die normalen Kabel halt auch sind. Die habe ich hier verlötet mit Schrumpfschläuchen, alles ordentlich gemacht. Jetzt ist mein Lötze. Ne? Und mein Lötkolben steht auch noch hier, nur so zur Info. Aber das können wir mal ausmachen. Kammverbinder ist jetzt hier drin, der kommt noch gleich diese Hülle drin, aber die ist mir runtergefallen, die muss ich gleich mal suchen. Ja, dann baue ich das jetzt mal alles zusammen, mache die Kappe drauf und dann werde ich euch das zeigen, was ich meine. Vielleicht kann man es sogar hören, wenn wir nur Zündung anmachen und das auf Masse, klick, klick, könnte sein. Oder so ein Brummen oder sowas, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir es hin. Ich baue das mal zusammen und dann seht ihr mehr. Also zeig mal hier, ich habe das alles hier zusammengebaut. Oh. Ich habe das zusammengebaut und halte gerade das Kabel hier auf Masse. Ja? Das ist das Kabel, was ich jetzt hier reingebaut und gemacht habe. Das ziehe ich auch gleich wieder raus, keine Angst. Ich entriegel gerade das Thermostat quasi von Hand. Und warte, wie viel Grad haben wir? 96 Grad im Stand. Der war eben bei 105 im Stand. Also er regelt dadurch, dass ich das jetzt hier auf Masse lege, automatisch. Wie viel? 95. Also es geht immer weiter runter. Also wie gesagt, im Stand habe ich eben auch gesagt, um die 90, 95 Grad ist ganz normal. Während der Fahrt so 85, 90 auch absolut normal bereit. Ja, kleiner Trick hier, wer das nachmachen möchte. Wie gesagt, einfach nur ein Kammverbinder rein, habe ich eben mal gezeigt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke jetzt am Ende fürs Filmen, Robert. Ja, kannst du nochmal in die Gradzahl zeigen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao. Schon bei 93, 94. Sehr geil. Live!